In diesem Haus in Zülpich im Rheinland hat die fünfköpfige Familie Wolter 6 Jahre lang gelebt. Das sind Mutter Bianca und der 13-jährige Yannick, die 15-jährige Summer, der 16-jährige Philipp und Vater André. Während sich Bianca um Haushalt und Kinder kümmert, ist André als Handwerker selbstständig. Doch jetzt heißt es Sachen packen. Bis zum 31. März muss die Familie das Haus räumen. Der Grund: Eigenbedarf des Vermieters. Es ist schwer so zu realisieren, dass ein Mann eine ganze Struktur auseinanderreißt. Wir müssen wahrscheinlich die Schulen wechseln, komplett neu starten. Katastrophe. Also das Schlimmste an dieser ganzen Situation sind für mich halt die Kids. Die tun mir so unendlich leid. Die sind hier geboren, die sind hier groß geworden. Das ist seit immer ihr Zuhause. Also jetzt nicht dieses Haus nur, sondern die Umgebung. Und jetzt müssen sie es wechseln. Und das ist irgendwie schwierig. Alles beginnt mit einer Abmahnung. Familie Wolter nimmt Uroma Adele zeitweise bei sich auf. Durch die Flutkatastrophe im Ahrtal verliert die 87-Jährige ihr Haus. Die Folge: Der Vermieter mahnt die Familie wegen Untervermietung ab. Ein Jahr später verkauft der Vermieter das Haus an seinen Sohn. Der schickt Familie Wolter dann die Eigenbedarfskündigung, denn er will mit seiner Partnerin in das Haus einziehen. Unsere Anfrage zu einem Gespräch bleibt unbeantwortet. Für uns ist es hier enorm schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden, weil wir eine fünfköpfige Familie sind. Dann haben wir noch Haustiere, also unseren Hund. Und es ist einfach unglaublich teuer. Und dann kommt halt leider Gottes noch das Problem halt mit hinzu. Es sind stellenweise bis zu 120 Interessenten pro Haus, die halt wirklich wie in Schlange hintereinander stehen. Ein Besichtigungstermin nach dem anderen. Wir sind kaum raus, die nächsten sind schon wieder drin. Dabei käme für Familie Wolter auch eine große Wohnung in Frage, die genug Platz für alle Familienmitglieder und einen Raum für Andres Werkzeug bietet. Aktuell zahlen André und Bianca 737 Euro kalt für 5 Zimmer auf 125 Quadratmetern. Doch laut Experten fehlen in Großstädten rund 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen. Am stärksten davon betroffen sind Singles mit geringem Einkommen, aber auch Familien ab 5 Personen. Der Geschäftsführer des Kölner Mietervereins, Hans-Jörg Depel, berät Mieter seit 20 Jahren und kennt die Wohnsituation in Deutschland nur zu gut. Momentan ist es so, das Angebot ist zu klein, die Nachfrage ist zu groß. Preise pushen, explodieren. Wie sicher sind Mieter denn überhaupt in ihren 4 Wänden? Und was kann Familie Wolter konkret gegen die Eigenbedarfskündigung unternehmen? Wichtig ist es, sich juristisch abzusichern. Entweder durch eine Rechtsschutzversicherung oder eine Mitgliedschaft im Mieterverein. Ohne Rechtsschutz bleibt der Mieter im schlimmsten Fall auf Anwalts- und Gerichtskosten sitzen. Tipp 1: Mängel im Kündigungsschreiben. Zeigen Sie mir mal den Mietvertrag in Gänze. Warum das wichtig ist, einfach, ich will wissen, wer im Mietvertrag aufgeführt wird. Richtet sich die Kündigung überhaupt an alle Beteiligten des Mietverhältnisses? Man sollte auch schauen dabei, ob die Kündigung überhaupt unterschrieben ist. Eine Kündigung per Mail ist ebenfalls nicht rechtskräftig. Die Zustellung muss in Schriftform, persönlich oder per Post erfolgen. Ist das nicht der Fall, lohnt sich ein Widerspruch. Das Kündigungsschreiben von Familie Wolter ist korrekt. Tipp 2. Ist der Wohnbedarf des Eigentümers angemessen? Es muss weit überhöhter Wohnbedarf vorliegen. Das ist nun der neue Vermieter und der sagt, ich habe eine Partnerin, ich will einen Hausstand gründen. Hausstand bedeutet in vielen Fällen auch, ich will dort eine Familie haben. Überhöhten Wohnbedarf bei Familie Wolter geltend machen, eher schwierig. Wenn beispielsweise ein Vermieter Eigenbedarf für seine 17-jährige Tochter anmeldet, die alleine auf 250 Quadratmeter leben soll, dann stehen die Chancen wiederum gut für den Mieter. Tipp 3: Härtefall individuell prüfen. Wenn Sie hier wirklich Krankheiten haben, die einem hier insofern kein Mensch wünscht, wo Sie schon mit einem Fuß im Grab stehen, das geht als Härtegrund. Krank ist bei Familie Wolter niemand. Aber auch ein Schulwechsel der 3 Kinder kann ein Härtefall sein. Alle 3 stehen hintereinander vom Abschluss. Steht der kurz vorm Abitur und müsste dennoch hier die Schule wechseln? Und wie weit wäre denn etwas, wo der hinziehen würde? Wäre das denn noch möglich? Alles solche Sachen könnte man hinzuziehen. Tipp 4. Ist der Eigenbedarf vorgeschoben? Vorgeschobenen Eigenbedarf kann man eigentlich erst dann geltend machen bzw. prüfen,
wenn man selbst nicht mehr in der Wohnung wohnt. Und wenn man feststellt, huch, da wohnt ja gar nicht der Vermieter, sondern in dem Moment, wo ich da ausgezogen bin, kam schon XY und zog da ein. Das wäre ein klassischer Fall eigentlich, wo vorgeschobener Eigenbedarf der Fall sein könnte. Liegt davor, kann man Schadensersatzgeld machen. Familie Wolter hat Widerspruch eingelegt und damit etwas Zeit gewonnen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, dürfen sie keine Details verraten. Es bleibt eine Einzelfallentscheidung. Aufgeben ist für die Familie jedoch keine Option. Meine Hoffnung ist, dass wir hier in der Nähe wieder ein Haus finden, dass ich ganz normal weiter auf die Schule gehen kann und ganz normal weiter mit meinen Freunden dann mich täglich treffen kann. Deshalb ist Familie Wolter weiterhin auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Zülpich. Wenn das nicht klappt, werden sie vorerst im Wohnwagen leben. Auch wenn sie das Verfahren gewinnen sollten, möchten sie nicht mehr in diesem angespannten Mietverhältnis bleiben.